Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die Europäische Union sich richtig zu voller Blüte entwickelt hat. 60 Jahre lang hat der AGA dazu beigetragen, dass Europa zusammenwächst. Ich hoffe, dass der AGA mit der gleichen Intensität auch in den kommenden Jahrzehnten dafür sorgt, dass der Handel sich frei entwickeln kann, dass die Menschen in Europa in Freiheit leben können und dass wir dazu beitragen, den Wohlstand in Deutschland und in Europa zu festigen. 13. Oktober 2014. Hamburg und der AGA Unternehmensverband feiern Europa im Rathaus. Um 17 Uhr erreicht der Gastredner des Europaabends, Senator Mario Monti, das Hamburger Rathaus. Dort wird er vom Senat und dem AGA begrüßt. Mehr als 300 Gäste haben sich für den Abend angekündigt, um die Festveranstaltung mit dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten zu erleben. It's a very delicate creature, Europe, and it will go on, move forward, but will never be finished in my view. Senator Monti und AGA-Präsident Dr. Hans-Fabian Kruse besichtigen das Rathaus. Für Dr. Kruse steht an diesem Abend natürlich Europa an erster Stelle. Was mir immer wieder auffällt, ist, wenn Sie nach Frankreich kommen, schreiben die Zeitungen und berichten die Medien nur aus französischer Sicht. In London aus englischer, in Mailand und Rom vielleicht aus italienischer, aber leider eben auch in Berlin und in Hamburg einzig und allein aus deutscher Sicht. Und was wir brauchen, ist eine europäische Sicht. Mehr Verständnis füreinander. Unternehmer Karl-Heinz Burmeister erinnert sich an die Anfänge der EU. Ich habe früher mal gesagt, irgendwie jetzt ist Europa groß genug, aber das waren damals noch weit weniger als 28. Aber es ist einfach die Notwendigkeit des Zusammen groß werden bzw. groß bleiben. Und die Unterschiede sind zweifellos früher gegenüber der Anfangs-EU sind größer geworden. Der Europaabend ist auch Anlass, Glückwünsche zum 60. Geburtstag in Empfang zu nehmen. Wie ich den AGA wahrnehme, ist er überaus erfolgreich, sehr wichtig für die Stadt. Also kann ich nur sagen, volle Kraft voraus und weiter so, dass wir auch den 70., 80. und viele weitere Geburtstage darüber hinaus feiern. Gegen 18.30 Uhr treffen die ersten Gäste im Rathaus ein. Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur geben sich an diesem historischen Ort einstellig ein. Senator Frank Horch, Präsidiumsmitglied Hans-Christian Friedmann und AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch begrüßen die Gäste. Schön, dass du es diesmal geschafft hast. Herzlich willkommen. AGA-Mitarbeiterin Dina Geißendörfer leitet charmant durch den Abend. Meine Damen und Herren, es spricht nun der Gastgeber des heutigen Abends zu Ihnen, Senator Frank Horch, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg. Hamburg braucht sich nicht zu verstecken. Wir sind in unserem liberalen und offenen Auftreten, in unserer weltweiten Aufstellung, was Handel und eben auch kosmopolitisches Verhandeln und eben auch Auftreten angeht, schon sehr europäisch, vorbildlich europäisch aufgestellt. Und ich will nicht sagen, dass man sich an Hamburg orientieren soll, aber ich glaube, so wie wir unsere internationale Position hier in Hamburg sehen, nicht in einer einseitigen Darstellung, sondern eben auch tatsächlich auf Partner ausgerichtet, ob nur in Asien, ob in Europa und auch nach Südamerika und Amerika, das ist schon sehr gut. 19.30 Uhr. Die Gäste finden ihre Plätze im prachtvoll geschmückten großen Festsaal. Heerscharen von Kellnern und Kellnerinnen sind zur Stelle. Um 21.15 Uhr dann der Höhepunkt des Abends. Senator Monti hält eine beeindruckende und imposante Europarede. Dr. Kruse bedankt sich bei ihm. Doch wie wird es mit Europa weitergehen, Senator Monti? I cannot imagine the United States of Europe, so to say. I conceive Europe not as a state, but as a flux, as a continuous becoming something else, a continuous evolution. Die Gäste sind begeistert. Noch lange wird diskutiert, bis um 23 Uhr die Lichter im Rathaus ausgehen.